Moin, liebe OV-Freunde. Ich bin hier im Parcours des 14. Fechter Hallenchampionats und bei mir ist der Organisator des Turniers, Arnold Fischer. Moin. Gut, moin. Ja, Herr Fischer, was erwartet denn die Zuschauer hier? Was erwartet hier den Zuschauern? Wir haben jetzt aktuell die Youngster-Tour, die Springpferdeprüfung. Die Youngster-Tour für Finale ist am Freitag. Samstag haben wir das große SB-Springen, wo sich natürlich alle Freunde darauf freuen. Wichtig ist dabei, wir wollen die Grenze über 2,10 Meter zu springen. Das ist natürlich meine Vorstellung. Es gibt sogar auch ein Pferd von uns mit dabei, was natürlich einmalig gewesen ist oder bis jetzt einmalig ist. Von uns ein Reiter, dass der damit starten darf. So, und für mich ist auch wichtig, dass wir hier die Mannschaftswertungen haben. Die Mannschaftswertung ist hier eine Zielsetzung von der ländlichen Tour. Diese ländliche Tour macht nicht jeder Verein. Wir fördern eigentlich auch die ländlichen Leute. Das ist eigentlich für jedermann gedacht. Und da gewinnt natürlich die Dressurmannschaft in der A. Die ist natürlich nie so einen tollen Pferdeanhänger gewinnen. Das gibt es normalerweise nie oder nirgends. Und das haben wir letztes Jahr schon rausgezogen und wir haben aktuell 18 Mannschaften. Das ist unnormal. So, und dann haben wir noch einmal die Elbe-Tour Kür, die am Samstag dann noch einmal zu stattfinden. Die haben sich früher in Rastede, in Rode und in Lohne mussten die sich qualifizieren, dass sie hier starten dürfen, die drei besten Mannschaften. Und die haben die Möglichkeit, 2.000 Euro zu gewinnen. Und wenn man das mal im Verhältnis sieht, die gewinnen sonst 200 Euro, ist das natürlich schon eine Herausforderung. Und deswegen sind die natürlich auch alle heiß hier zu reiten. Das Turnier läuft noch bis Sonntag hier im Auktionszentrum an der Grafenhorststraße. Der Eintritt beträgt Freitag und Samstag 5 Euro. Ansonsten kommt ihr gratis rein. Und ja, viel Spaß bei eurem Besuch hier und vielleicht sogar beim Mitreiten.